Hallo liebe Freunde, heute zeige ich euch, wie ein Wasserkocher funktioniert. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Der Wasserkocher ist ein praktisches Haushaltsgerät, mit dem in kürzester Zeit Wasser zum Kochen gebracht werden kann. Die Bedienung ist sehr einfach. Wasser einfüllen, Gerät einschalten, kurz warten und fertig ist das gekochte Wasser. Ein Wasserkocher besteht aus einem Unterteil und einem Wasserbehälter. Das Unterteil besteht aus einem speziellen Stecker, an welchem die Stromversorgung angeschlossen ist. Wasserkocher werden mit 230 Volt Wechselspannung betrieben. Schauen wir uns den Wasserbehälter näher an. Dieser besteht aus einem Metallbehälter, an dem ein Griff mit einem eingebauten Schalter befestigt ist. An der Unterseite befindet sich das Gegenstück zum Unterteil. Die Innenseite des Schalters liegt an dem Metallbehälter an. Wenn ihr genau hinseht, werdet ihr eine kleine Metallplatte an der Rückseite des Schalters erkennen. Das ist ein sogenannter Bimetallstreifen. Ein Bimetall ist ein Metallstreifen, der aus zwei unterschiedlichen Metallen besteht. Diese wurden fest miteinander verbunden. Die zwei Metalle haben verschiedene Ausdehnungskoeffizienten.
Das heißt, sie dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich aus. Dies führt zu einer Verbiegung des gesamten Bimetallstreifens. In unserem Fall wird ein Bimetallstreifen für die automatische Abschaltung des Heizvorganges verwendet. Sobald der Metallbehälter heiß genug ist, verbiegt sich die kleine Metallplatte und drückt den Schalter in seine alte Position. Damit wird die Stromversorgung unterbrochen. We'll be right back.